100 Leute haben wir gefragt. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat die schönste Glatze im ganzen Land? Ratet mal, was rausgekommen ist. CD, Baby Problemi. Wir sind wieder zurück mit The Witness hier auf Rocket Beans TV. Heute für alle Späteinschalter. Das Chat-Duell wurde durch eine viel bessere Sendung ersetzt. Nein, ich springe kurz heute einmal ein, weil Chat-Duell kurzfristig verschoben werden musste. Aber wir werden in der nächsten Woche wieder ganz normal am Start sein. Bleibt auch dran. 21.30 Uhr ist Tiratil wieder am Start. Diesmal als Gast Nicole Jäger, die Fettlöserin. Sehr spannendes Thema. Ich glaube, da werde ich auch nachher noch mit reinschauen. Also nicht als Gast, sondern reinschauen und gucken. Und schauen, was da weiter losgeht, weil das Thema interessiert mich persönlich auch. Wir sind gerade bei The Witness, dem neuesten PlayStation 4-Kracher, Puzzle-Kracher. Jetzt müssen wir gucken, weil es die richtige Perspektive ist, weil ich muss den Apfel zuordnen zu dem Ganzen hier. Ich würde sagen, es ist 1, 2, 3, 4, 5 von da links. So, was, wofür kann ich diesen Sendeplatz eigentlich jetzt mal benutzen? Wir spielen ja natürlich hier The Witness, aber The Witness ist so ein schönes Spattespiel, ne? Oh nein, sag nicht. Sag nicht, dass alle ausgegangen sind jetzt. Sind sie alle ausgegangen? Nein, das ist. Oh nein, das Ding ist ausgegangen. Oh nein. Alles normal. Muss ich es nochmal einschalten von da aus. CD-Ziel von rechts. Ich dachte, man es zumindest nochmal probieren kann. Also. Wo ist denn vorne bei dem Apfel? Da ist vorne, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Das hatte ich doch gerade gemacht, oder nicht? War es das nicht? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich vergessen, ob ich das fünfte von rechts gemacht habe. Baumi Problemi. So ist es. Ah, guck dir die Äste an, natürlich. Also 1, 2, 3, 4. Ah, oder zählt je nachdem, wo. Ah! Moment. Zählt es vielleicht hier? Das ist 1, 2, 3, 4, aber da wäre 5, 6. Das ist eigentlich das äußerst da. Das hier. Es ist das. Es ist das, weil die Bäume so anders gewachsen sind. Ich fühle mich so klug. Ich habe Feuer gemacht. Also, nicht Feuer, nur Feuer im Hirn. Ich bin so klug. KLUK. Leute, lasst uns mal, ich wollte eigentlich auch mal den Sendeplatz benutzen, nicht, dass wir uns schön mal austauschen können, weil wir hier so entspannt chillen und nachdenken. Jetzt habe ich Angst immer, dass bei den Teilen irgendwas beschissen wird, ne? Also eigentlich ist das hier relativ deutlich. Worüber können wir uns denn sonst unterhalten? Ich mache das jetzt einfach mal, ja? Also das... Nochmal? Ja, ja, okay. Das vorletzte von links. Ey, du Schwein! Ich wusste, dass da was versteckt ist. Aber er lässt mich es dann nochmal machen. Du dumme Sau. Jetzt habe ich schon längst vergessen, was das Rätsel hier vorher war. So. Warte mal. Oh Gott, jetzt bin ich wieder schon am Anfang. Wo war das Ding? Da war das Ding, was ausgegangen ist. So ein Dreck! So, wieder zum Gleichen hin einfach. Das finde ich schade, dass man das nochmal anmachen muss. Aber wahrscheinlich, damit die Leute nicht Trial and Error machen die ganze Zeit. No? Sondern richtig überlegen müssen. Die Äste. Aber ich habe doch auf die Äste geguckt. Das kann es sein. Leute, ich bin morgen nicht hier zugegen, weil ich in London sein werde und mir das neue Hitman-Spiel angucke. Da ist es doch, ne? 1, 2... Da 1, 2, dann 3, 4. Und auf dem vierten das linke. 5, 6, 7, 8. Ah! Moment. Warum ist denn das? Da fehlt ja was. Der Ast ist abgebrochen. Aber die Äste sind nur bei dem Ding abgebrochen. Ah, hier! Ah! Das ist ja umgedreht.
Das ist ja umgedreht. Deshalb ist es da. 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist es der mittlere, rechts 2. Der mittlere. Oh Gott, nochmal sicher gehen. Ah! Der erste ist abgebrochen. Keine Sorge, Tales of Beans wird stattfinden. Hashtag Tales of Beans. Tales of Symphonia mit Gino, denn wir haben ausnahmsweise einmal heute schon mal aufgenommen für euch. Da müsste auch ein Teaser bereits vorhanden sein bei YouTube. Okay, also. Oh Gott, habe ich einen Denkfehler? Nein. Muss man doch mal gucken. Scheiße, nicht 1000 Gedanken gleichzeitig haben. Einer neben der Mitte. Oh, Glück gehabt. Einer neben der Mitte. Gino und ich haben aufgenommen. Das heißt, morgen wird es ein weiteres. Guck mal, wie viele Äste jetzt hier abgebrochen sind. Ah, an einem ist wahrscheinlich der Apfel auch dran, an einem der abgebrochenen. Ne? Das haben wir. Das wird es geben. Also schaltet morgen fleißig ein. Zwischen 15 und 17 Uhr. Dann gibt es Tales of Symphonia. Mit Gino und mit mir. Und ja, wir versuchen da wirklich eine große regelmäßige Serie daraus zu machen, so gut es geht. Wir brauchen natürlich weiterhin euren Support. Also immer unter Hashtag Tales of Beans. Posten, machen, zeigen. Verdeutlichen. Und dann passt es. Guck mal, der ist so abgebrochen. Das ist auch nochmal umgedreht, ne? Das ist auch trotzdem nochmal umgedreht. Was ist denn da abgebrochen? Da ist... Oh Gott, ich glaube, ich brauche ein bisschen Papier. Um zu gucken. Also, das Ding wächst da an. 3 ist abgebrochen. 3, die 5 ist abgebrochen. 3, 5. Nein. 1, 2, 3, 4. 5, 6 ist abgebrochen. 3 und 6. 7, 8. 3, 6, 9 ist abgebrochen. 9, 10, 11. 12 ist abgebrochen. Okay, 12 ist abgebrochen. Also, 1, 2, umgedreht. 1, 2, 3 ist abgebrochen, 4, 5, 6, 7, 8. Oh Gott, ich habe 9, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Oh. 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 Nicht umgedreht. 1, 2, 3, abgebrochen. 4, 5, 6, abgebrochen. 7, das vorhanden. Oh, ich bin das jetzt nicht. Mein Gameplay zeigt noch an. Ich habe es nicht so gemacht, dass es kriegt er meine PlayStation 4 nicht mal rein, Regie. Vor lauter Nachdenken. Ich möchte das jetzt nicht lösen, bevor die Leute zugucken können. So kann das nicht sein. Nein, nicht das Nutella, die Nutella. Wie kommt ihr denn da drauf? Sag mal, da könnte ich mich stunden... Ja, check das mal. Da könnte ich mich stundenlang aufregen. Lass doch mal hier, die Regie, check mal kurz mit der PS4. Müssen wir jetzt hier gucken, was ihr wollt. So, da kann ich jetzt mal schön hier... Warte mal, hier, wenn ich schon hier bin, mache ich mal schön Werbung hier, ne? Nicht nur. Tales of Symphonia morgen, 15 bis 17 Uhr. Donnerstag. Wer hätte es gedacht? Der Retro-Club. 19 Uhr, das ist die beste Uhrzeit, die es gibt. Übrigens, vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich eingeschaltet habt. Das letzte Mal, da gab es nämlich ein schönes Disney-Special. Mit Katharina und mit mir. Wir haben euch mal ein bisschen gezeigt, wo der Disney-Bock den Honig her hat. Da kann ich mich zum Beispiel, ja, ich kann mich jetzt gerade sehen, das ist gut. Vielleicht kommen die PS4 auch gleich wieder an. Und, sag mal Leute, guckt ihr denn auch live Samstagabend Spiele mit Bart? Spiele mit Bert. Wisst ihr was? Ich hol mal Budi. Ich hol mal Budi dazu. Gib mal einen Moment. Ich hol mal Budi. Budi? Budi, wo bist du? Budi, mein bester Freund. Budi? Budi, da bist du ja, Budi. Ah! Mach
nicht so. Da ist er ja. Budi, mein bester Freund. Sag mal, Budi. Sag mal, Budi. Warum ging die PlayStation nicht mehr? Er spricht nicht so sehr. Wollt ihr Budi mal eine Frage stellen? Ich weiß, er ist ein bisschen übermüdet. Er hat die Morningshow heute schon gemacht. Deshalb schweigt er ein wenig. Michael Budikopf. Auch Michael Budikopf wundert sich. Warum schaut ihr nicht die Morning, nicht die Morning, sondern warum schaut ihr nicht Spiele mit Bart live am Samstagabend? Also live ist es ja relativ live, aber wir haben es ja schon vorher aufgenommen, ich muss es ja noch ein bisschen schneiden, ein bisschen nachbearbeiten und kein Spiele mit Bart wäre komplett ohne Michael Budikopf. Kann ich ihn hier platzieren? Kann ich ihn eigentlich so platzieren, dass die Leute denken, Budi spielt gerade? Geht das eigentlich? Okay, Moment. Ich hab's gleich. Herzlich willkommen. Das ist ja fantastisch. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur großen Abendstunde. Moment, ich muss mein Mikro nochmal ausrichten auf mich. Ich bin's, der Budi. Ich habe nur ein kleines Problem gehabt mit meiner Verbindung. Und ich bin heute für euch da. Wollen wir ein bisschen snacken? So, mal hier. Chat. So, ich muss mal näher ranhalten, damit ich es auch sehen kann hier. Es drückt voll auf den Adamsapfel. Aber es geht. Budi. Nein. Ich bin Budi. Stimmt ja. So Leute, pack mal, schreib mal ein Z mit rein. No? Warum guckt ihr eigentlich in die Spiele mit Bart, wo ich dabei bin? Daniel Budikopf, Mann. Michael Budikopf. Wie spricht denn Budi eigentlich immer so? Es ist so schlimm. Ich habe in den letzten Wochen mehr Zeit. Ich meine, in den letzten Wochen hat Gregor mehr Zeit mit mir verbracht, dem Budikopf, als denn. Das arme Shirt wird gleich ausgeleiert. Als denn mit dem richtigen Budi hat der Gregor die Zeit verbracht. Deshalb. Oh, ich habe gehört, es läuft wieder. Dann spielen wir doch. So, es geht weiter. Mal gucken, so. Okay. Das ist ja sensationell. Alles klar, wir lösen das Rätsel weiter. 1, 2, 3 ist da, 4 ist abgebrochen. 5, 6, 7 ist abgebrochen, wird auch angezeigt. 8 ist da. 9, okay, ich hab's. Also, es ist der hier. Es ist der hier. Oh, ich bin so klug. Ich bin so klug. So schön. So war ich Budi heiße. So gehört's ja. Ich folge mal diesem Kabel. Alter, mir gehen Budis Haare in die Nase. Oh, raus damit. Oh. Wisst ihr, der Budikopf ist das Geschenk, was immer weitergeht. Wo geht denn das Kabel hin? Kabel? Ich finde das Kabel nicht. Hä? Was ist denn das? Ein angebissener Apfel? Hallo? Da ist einfach mal ein Stück Apfel, das jemand gegessen hat. So, das Kabel geht es irgendwo noch. Nee, das ist da unten. Man muss hier wohl. Hier sind Zeichnungen. Hier sind überall Zeichnungen von Bäumen. Da dran. Ja, CD-Kabel finden bitte. Wisst ihr, das kommt davon, wenn man immer ein bisschen zu heiß duscht. Ah, mich juckt der Kopf ein bisschen. Dann hat man so ein bisschen Schrumpfkopf. Aber es passt schon. Das kriegen wir schon hin. Hier sind Bonsais.
Ah, guck mal, da führt das Kabel wieder weiter. Also hier muss irgendetwas sein. Was man machen kann, aber ich finde es nicht. Da runterspringen kann ich auch nicht. Ah, ups, ich wollte schon jumpen. Vielleicht hier lang. Das ist so eine Windmühle, ne? Und da passen leider nur kleine Booties durch. Vielleicht in der Windmühle drin? Das Kabel hat das Tor aufgemacht. Okay, meint ihr? Ich hätte mal vorher gucken müssen, wo das Kabel hinführt, ne? Okay, ja, dann gehen wir mal davon aus, dass das Tor aufgemacht wurde. Was kann ich hier machen? Nix im Moment. Oder zumindest fällt mir das nicht auf. Vielleicht ist der Apfel für was später gut. Ah, warte mal, hier. Ah, guck mal. Da auf dem Messer, seht ihr? Da ist auch dieses Zeichen, was hier drauf ist. Da sind die Bonsais. Da kann ich jetzt hier runterschauen. Hier hoch. Ich will eigentlich über das Zeug hier drüber klettern. Ja, ich weiß nicht, was man hier anstellen soll. Oder wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal hier weiter. Das merken wir uns für später. Ich hoffe, dass mal überhaupt jetzt hier abgespeichert wird die ganze Zeit. Oh, mal durch die Tür. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe so ein bisschen Kopfschmerzen gerade. Ey, ich frage mich, die Leute, die jetzt gerade einschalten müssen. Ah, guck mal, da sieht man einen Schatten. Die Leute, die gerade einschalten und sagen, hey Booty, mach mal wieder ein Let's Play, das ist schön. Das ist nice. So, das mal. Ah, guck mal, hier auch Tore wieder. Oh, kann ich meine Spiegelung eigentlich mal sehen? Darf ich das Kabel an? Kann ich mich sehen? Nee, ich konnte meinen Schatten sehen, aber meine Spiegelung? Ich bin ein Geist. Ich bin gar nicht vorhanden. Ein ätherisches Öl in Softwareform. Aha. Oh. Das ist cool. Hier sind wir im Handelbank. Breit gebraut und grün gebrannt. Irgendwie so ging das, ne, oder? Oder sind das keine Hanteln? Oder sind das Kerzen? Oder andere Behältnisse, wo man ein bisschen heißes Wasser reintut. Eine große Waschmaschine ist hier. Und eine schöne Aussicht nach draußen. Wisst ihr, damals als Michael Budikopf, als ich noch ein Actionheld war, das war krass. Da habe ich tolle Filme gedreht. Wie Kleiner Kopf, große Muckis. Beim Denken ist jeder der Erste. Schrumpfkopf, nein danke. Und nicht zu vergessen, Big Trouble in Little Kopf, Booty China. Oh, das gefällt mir. Schön die Form hier, guck mal. Sieht aus wie Space Invaders. Ich habe gerade Space Invaders gebaut. Achso, liebe Regie, könnt ihr den Streamtitel auch mal ändern mit Booty? Ich glaube, da steht noch mit Gregor. Das müssen wir anpassen. So. Oh Gott, jetzt fängt's an. Okay. Okay, also. Holy shit. Okay. Okay, da hoch, da hoch. Da hoch. Da haben wir das. Oh! Alright. Ich guck mal. Oh, was ist das?
Das ist aus, ne? Ist das das Kabel davon, oder? Da fehlt doch was. Da fehlt doch was. Verdammt. Ich habe mich gerade so gefühlt, ich habe so schön bis hierhin alles geschafft. Und es ging nicht. Ah, was ist denn das hier? Sandburgen? Es sind Burgen im Sand. Aber hier weiß ich auch nicht, was weitergeht. CD weitere Rätsel lösen, sagt der Chat. Ah, warte mal. Ah, guck mal. Hier die Waschmaschine. Was ist denn hier? Okay. Da führt ein Kabel lang. Der kommt auch. Oh. Aber Moment. Hm? Das war das Kabel, wo wir vorhin waren, oder? Ich muss erstmal das lösen, damit diese Tür hier aufgeht, ne? Alles klar. Ey, wenn es irgendwann mal anfängt, dass man Kabel umstecken muss. Das geht so nicht. Na gut, Leute. Denken mit Budi. Das macht Spaß. Wir gehen ein letztes Mal in die Werbung, wenn wir wieder zurück sind. Dann... So ist besser. Wenn wir wieder zurücksehen, dann geht's weiter mit The Witness und Michael Budikoff. Bis dann.